Attention, please. You are listening to your number one podcast called Business Boulevard. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Podcast Business Boulevard. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombank-Betriebswirt und das ist dein Lieblingspodcast für Startup und Business News, täglich kompakt in 15 Minuten. Und wir starten direkt in die News. Es geht los mit WhatsApp. WhatsApp soll sich bald per Fingerabdruck entsperren lassen. Ja, in regelmäßigen Abständen entdecken die Macher hinter WhatsApp-Beta-Info mögliche neue Features. Und ja, zuletzt war etwa über ein baldiges Erscheinen der lang erwarteten Dark-Mode-Funktion spekuliert worden. Jetzt berichten WhatsApp-Beta-Info, dass WhatsApp an einer Authentifizierung per Fingerabdruck für die Android-Version arbeite. An der Einbindung von Face und Touch-ID am iPhone wird demnach schon länger gewerkelt. So heißt es, das Feature soll Android- und iOS-Nutzer künftig in den Einstellungen der App im Bereich Datenschutz unter dem Punkt Authentifizierung aktivieren können. Wer das Entsperren per Fingerabdruck oder Face-ID aktiviert, kann damit künftig aber lediglich die App als Ganzes vor fremden Zugriff schützen, nicht aber einzelne Chats. Sollte das Entsperren der Fingerabdruck oder Gesichtserkennung einmal nicht funktionieren, kann der Zugriff natürlich über den Sicherheitspin erfolgen. Dann, ein Riesenwahnsinn, was die News angeht. 2,3 Milliarden Euro Bewertung. Berliner Fintech N26 stößt in völlig neue Dimensionen vor. Die Berliner Smartphonebank N26 hat am frühen Morgen von gestern eine Finanzierungsrunde über 260 Millionen Euro bekannt gegeben und wird nach eigenen Angaben jetzt mit 2,3 Milliarden Euro bewertet. Wenn diese Zahl stimmt, dann ist Number 26 oder N26 das wertvollste Fintech hierzulande. Und nicht nur das, sondern halt auch urplötzlich eine der wertvollsten deutschen Banken. Zum Vergleich, die stolze Areal kam gestern Abend auf eine Marktkapitalisierung von 1,65 Milliarden Euro. Vieles an dem N26-Deal ist bemerkenswert, nicht zuletzt, dass sich die Allianz als Ankeraktionär positioniert hat und damit gut 10 Jahre nach dem Verkauf der Dresdner spektakulär ins Bankengeschäft zurückgekehrt ist. Und ja, Wahnsinn. Ansonsten gucken wir nochmal, es gibt nämlich noch eine neue Nachricht von der Deutschen Bank, wie die der Oberinspektor von der Süddeutschen berichtet, hat die Hamburger Privatbank Warburg in Sachen Cum-Ex beim Landgericht Frankfurt Klage gegen den Marktführer eingereicht, nämlich gegen die Deutsche Bank. Dieser soll es bei großen Aktiengeschäften jahrelang pflichtwidrig unterlassen haben, fällige Steuern einzubehalten und an die Finanzämter abzuführen, so die SZ. Das klingt, als würde es da draußen jetzt richtig schmutzig werden, rette sich wer kann. Dann gibt es noch eine neue Nachricht und zwar gibt es einen neuen CEO für der Berliner Factory, und zwar der Berliner Startup Campus Factory hat einen neuen Chef. Nico Grammens löst Ramin Farr ab, der seit Herbst 2017 CEO des Unternehmens war. Grammens war zuvor mehrere Jahre in der Unternehmensentwicklung tätig, nämlich bei Siemens. Und die Factory wurde 2011 gegründet, hat inzwischen Standorte in dem Berliner Ortsteil Mitte und Kreuzberg. Startups und Konzerne können die Räumlichkeiten als Coworking Space nutzen. Außerdem sitzt die Berliner Universität Code an einem der Campusse. Dann Robotikfirma Synapticon sammelt 10 Millionen Euro ein. Das Berliner oder baden-württembergische Unternehmen Synapticon habe eine Finanzierungsrunde über knapp 10 Millionen Euro abgeschlossen, teilt ein Sprecher der Firma mit. Investiert haben das niederländische Family Office Seven Industries sowie ein weiteres Family Office. Das Startup wurde 2010 gegründet und hat inzwischen auch Standorte im Silicon Valley und Shanghai. Das Unternehmen produziere Teile, in denen Roboter hergestellt werden können oder mit denen Roboter hergestellt werden können. Außerdem bietet es eine Software für dessen Steuerung an. Dann ein Zahlencheck.
Und zwar das Potsdamer Startup Media Partisans, das weltweit Plattformen im Stil von Heftig betreibt, legt neue Zahlen vor. Im Jahresabschluss 2017 weist das Unternehmen, das mehrheitlich zur Funke Mediengruppe gehört, einen Jahresüberschuss in Höhe von 770.000 Euro aus. Damit schrumpfte der Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr um rund 32%. 2016 lag der Jahresüberschuss noch bei imposanten 1,1 Millionen Euro. Zur Einordnung, 2015 gab es einen Jahresüberschuss von 631.000. Auch 2017 ist Media Partisans aber personell weiter leicht gewachsen. Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 82 Arbeitnehmer bei Media Partisans beschäftigt. Im Vorjahr waren es 77. Zahlen zum Umsatz der Heftig-Familie gibt es weiter leider nicht. Da im aktuellen Jahresabschluss aber der Hinweis auf die kleinen oder die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft zu finden sind, liegt der Umsatz des Unternehmens wohl unter 12 Millionen Euro. Nach eigenen Angaben kommt der weltweite Media-Partisans-Verbund derzeit auf rund 67 Millionen Facebook-Fans, 83 Millionen Unique Visitors pro Monat und die Zahl der Unique Visitors ist damit weiter recht konstant. Dann eine letzte Nachricht für heute und zwar ein Düsseldorfer Fintech Startup, nämlich Compeon, eröffnet bundesweit Filialen, gehen also wie schon andere Startups auch den Weg von online zu offline, wie zum Beispiel auch mein Müsli hatte das gemacht, ich glaube Creditech hatte eine Finanzcheck hatte eine Filiale geöffnet und so weiter. Also erstmal keine Bange, wir kommen jetzt nicht in eine Renaissance der Filiale. Das ist eine These, die ist Quatsch. Aber es ist schon so, dass es wieder alles einen Schritt zurückgeht, weil zur, viel besungenen operativen Exzellenz gehört bei Fintechs mit direktem Kundenkontakt nicht nur die sanft gleitende digitale Antragsstrecke, sondern auch die persönliche Beratung. Und die kann halt am Telefon erfolgen, wie zum Beispiel Check24 das macht. Geht es aber halt um üppigere Größen, dann kann eine physische Präsenz Sinn machen. Insofern klingt es natürlich schlüssig, dass laut exklusiven Informationen, und zwar habe ich die Info von Finanzszene, nun das nächste junge Fintech mit dem Aufbau einer quasi Filialnetzes beginnt, nämlich das Düsseldorfer Startup Compeon, das als Vermittler von KMU-Krediten nicht nur das Kriterium Losgröße erfüllt, sondern auch das Kriterium einer nicht so wahnsinnig digital affinen Klientel. Zwei Standorte hatte Compeon schon, zwei weitere Büros sind zum 1. Januar hinzugekommen, weitere 6 bis 8 sollen im Jahresverlauf folgen. Ist so ein typischer Fall von online zu offline. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge mal wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Bis dato wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Morgen wird wahrscheinlich eine Sonderfolge nochmal kommen zum Thema N26. Aber bis dahin wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns, dein Tom.